Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Hochkarätiges auch zum Stadtfest Sonntag. Landkreis veranstaltet 15. Verkehrssicherheitstag und Skandalroman jetzt auch auf der Leinwand. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und ich begrüße Sie sehr herzlich aus Zwickau, aus dem Herzen der Stadt, aus dem neuen Studio in der Alten Münze bei Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Bereits zum 15. Mal findet am 1. September der Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring statt. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern hat der Landkreis Zwickau wieder für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Miteinander, nicht gegeneinander, lautet das Motto in diesem Jahr. Was sich dahinter verbirgt, erfuhren die Vertreter der Presse bei einem Vororttermin an der Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal. Auf ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zum Staunen und Ausprobieren können sich die Besucher des 15. Sächsischen Verkehrssicherheitstages am 1. September auf dem Sachsenring freuen. Für die Organisierung und Durchführung ist erneut der Landkreis Zwickau verantwortlich. Und das ebenfalls bereits zum 15. Mal. Wie in den Jahren zuvor steht die Veranstaltung auch diesmal unter einem bestimmten Motto. Das Motto dieses Jahr ist Miteinander, nicht gegeneinander, betrifft eigentlich alle Verkehrsteilnehmer, die an dem Verkehr teilnehmen. Das heißt eigentlich, ob Fahrradfahrer, LKW-Fahrer, PKW-Fahrer, jeder sollte ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das ist eigentlich das Grundmotto und das wollen wir bei bestimmten Vorführungen, die dieses Jahr auch geplant sind, mal explizit darstellen. Das Thema Elektromobilität spielt in diesem Jahr eine zentrale Rolle. Einer der Partner des Verkehrssicherheitstages hat sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir werden zum 15. Verkehrssicherheitstag sämtliche Facetten der Elektromobilität den Leuten sowohl die Handhabung erläutern, wie auch die Möglichkeiten der Probefahrten, der Testfahrten geben. Elektrofahrzeuge umfasst bei uns sowohl die Segways, also die Mobilitätshilfen, über Pedelecs, Elektroleichtkrafträder, Elektromotorräder bis zum ganz normalen handelsüblichen serienmäßigen Elektro-Pkw. Diese Fahrzeuge können auf der Gegengrade Probe gefahren werden und ich denke, der ein oder andere, der sich dafür interessiert und nicht immer die Möglichkeit hat, sofort an Ort und Stelle so ein Fahrzeug zu testen, kann das hier sehr ausgiebig tun. Sehr ausgiebig wurde dieses Angebot bereits zum Pressetermin genutzt. Am Start- und Zielturm konnten sich die Medienvertreter davon überzeugen, wie flott man mit einem Segway, einem E-Bike oder einem Renault Twizy unterwegs sein kann. Und dass ein Pedelec durchaus in der Lage ist, mit einem herkömmlichen Rennrad mitzuhalten, wird am 1. September ebenfalls unter Beweis gestellt. Neben der Demonstration von Elektromobilität gibt es aber auch noch andere Premieren für die Besucher des Familientages. Dieses Jahr neu dabei ist erst einmal auch die Polizeidirektion Zwickau, die auch mit dem Landeskriminalamt dort was vorbereitet hat. Das ist neu. Wir haben dieses Jahr neu auch WEMAS Absperrtechnik. Ist zwar nicht unbedingt gleich das Thema Verkehrssicherheit, hat aber dann im weitesten Sinne wieder was damit zu tun. Absturzsicherungen, Unfallstellen und solche Dinge. Und dieses Jahr auch neu die Saena Elektromobilität. Das heißt, die Sächsische Energieagentur wird sich darstellen, auch wieder mit dem Thema Elektromobilität. Auch vom eigentlichen Gastgeber, dem Fahrsicherheitszentrum am Sachsenring, dürfen die Besucher des 15. Verkehrssicherheitstages jede Menge Fun und Action erwarten. Also wir haben klassisch wie alle Jahre das Schnuppersicherheitstraining, das heißt, es steht kostenlos zur Verfügung. Kann jeder, der einen Führerschein hat, kann er sich anmelden und hier daran teilnehmen. Bei dem sind dann mehrere Stationen eingerichtet. Und dann, was noch spektakulär wird, wir haben auf Teilen des Sachsenringen machen wir eine Taxifahrt mit erfahrenen Instruktoren, die wirklich in Realgeschwindigkeiten, also um die 100 km/h, mal Notmanöver, Bremsnotmanöver zeigen mit moderner Regeltechnik und zeigen auch, was passiert, wenn man so eine Regeltechnik nicht hat. Was kann dort eigentlich passieren? Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Und da werden auch über Teile des Sachsenrings dann gefahren, was sicher, glaube ich, beim Publikum sehr gut ankommen wird. Die zahlreichen Mitmachangebote sollen natürlich nicht nur Motorsportfreaks an den Sachsenring locken.
Der Verkehrssicherheitstag ist in erster Linie ein Tag für die ganze Familie. Der Eintritt ist kostenlos und die Erreichbarkeit des Veranstaltungsgeländes für jedermann gewährleistet. Also weniger mobile Leute haben wir wieder diesen Shuttlebus eingerichtet, vom Bahnhof Hohenstein-Ernstthal. Gibt es einen regelmäßigen Fahrplan, alle Viertelstunden verkehrt der Bus vom Bahnhof bis zum Veranstaltungsgelände. Und die letzte Fahrt wird dann zu 18.15 Uhr, 18.30 Uhr zurück sein, sodass ich auch jederzeit nehmen kann. Zeit für den 15. Verkehrssicherheitstag am Sachsenring nimmt sich auch wieder der sächsische Wirtschaftsminister. Sven Morlock wird die Veranstaltung am 1. September traditionell um 10 Uhr eröffnen. Nachdem seit vergangenem Donnerstag das 12. Zwickauer Stadtfest zahlreiche Besucher in Zwickaus Innenstadt gezogen hatte, kamen auch am Sonntag viele Zwickauer und deren Gäste in die Stadt. Auf allen drei Stadtfestbühnen gab es noch mal eine ganze Menge zu erleben. Erstmals war auch das Muldeparadies in die Aktionen mit eingebunden. Ehe es am Stadtfest Sonntag mit lauten Klängen weiterging, gab es erst einmal die leiseren, nachdenklichen. Von Beginn an, also seit 2002, gilt der ökumenische Gottesdienst als fester Bestandteil des Zwickauer Stadtfestes. Auch in diesem Jahr waren wieder hunderte Menschen jeden Alters gekommen. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto Kopf hoch. Hintergrund dafür waren die Hochwasserereignisse von vor wenigen Wochen. Die Zweckbestimmung für die Kollekte ergibt sich aus dem Thema Hilfe für die Opfer des Hochwassers 2013. Ein besonderes Highlight am Stadtfestsonntag war zweifellos der Auftritt von Frank Schöbel auf der Kornmarktbühne. Der offensichtlich kaum alternde, mittlerweile 70-Jährige begeistert die Massen noch genau wie in den 1970er, 80er und 90er Jahren. Ein Geheimnis für den Erfolg hat er offenbar nicht. Ja, ein Geheimnis ist ja Quatsch. Das gibt es vielleicht im Zauberland oder sonst wo. Das weiß auch jeder, es ist Arbeit. Man muss was machen und möglichst muss man es richtig machen. Sie haben ja in der DDR auch eine solide Ausbildung genossen. Wir kennen Ihren Werdegang und glauben Sie, dass das ein guter Grundstock für Ihre Entwicklung gewesen ist? Ja, das auch. Aber man muss natürlich auch was draus machen. Es gibt ganz viele, die auch Ausbildung hatten und nichts draus gemacht haben oder nicht das nötige Glück hatten, das muss man auch sagen. Man muss auch Glück haben. Und trotzdem darf man nicht den bestimmten Leuten heute irgendwo hinkriechen wieder, genau wie damals. Man muss man selbst bleiben, wenn man das will. Es gibt auch welche, die kriechen rum und gewinnen trotzdem. Also das gibt's auch. Aber ja, sehr vielschichtig. Schöbel denkt auch mit 70 noch nicht daran, die Bühne zu verlassen und hat jede Menge Pläne. Ja, jetzt im Oktober zeichnen wir die Weihnachtssendung auf für Heiligabend. Ich schreibe jetzt gerade noch dran, wir nehmen die Lieder auf jetzt im September. Und im Dezember gibt es dann eine Tour. Bin aber schon wieder im nächsten Jahr, da kommt eine neue Platte, die mache ich auch parallel. Schreibe neue Lieder und so. Beim dann folgenden Auftritt brillierte er mit einem Mix aus alten und neuen Titeln. Den Stadtfestbesuchern gefiel es jedenfalls. Wir sind heute zum Stadtfest gekommen, um Frank Schöbel zu sehen. Ja. Weil der mir gefällt. Und weil ich den schon immer gerne habe. Und was ist das Besondere an ihm? Da wird immer jünger und singt schön. Warum fasziniert Sie Frank Schöbel so? Nee, der fasziniert mich eigentlich nicht. Ich kannte den eigentlich gar nicht. Aber meine Frau ist aus Merane. Hier ist er übrigens. Und das war eigentlich spontan. Und da wir jetzt hier Stadtfest haben, sind wir dann hier hingefahren mit den Bekannten. Ja. Aber sie kennt ihn. Ich bin ja hier aus der ehemaligen DDR und Frank Schöbel ist ja ein Urgestein der Unterhaltungsmusik der DDR. Ja. Und warum finden Sie ihn heute noch so toll? Ja, er ist jung geblieben. Er sieht noch fast genauso aus wie früher. Und seine Musik war ja auch immer gut. Sie sagen also auch, er hat richtig was drauf? Ja, doch. Ist ein Spitzenstar. Sie
sagen? Nein, kann ich gar nicht dazu sagen. Ich kann mich hier nur anschließen. Übernachten nämlich bei uns. Hat der Frank Schöbel die Situation gemeistert. Wir verfolgen ja von ihm fast jede Veranstaltung. Wir waren früher beim MDR immer bei den Veranstaltungen dabei, haben die Silvesterfeiern mit aufgezeichnet, wo er dann dabei war. Also ist er ein ganz natürlicher Mensch. Und das ist er geblieben, eigentlich in jeder Situation. Also Sie meinen, dass er als einer der wenigen Künstler die Wende so überstanden hat, dass er auch heute sich noch auf alle... Ja, auf jeden Fall. Aktivitäten auf den Bühnen hatten die Organisatoren in diesem Jahr erstmals auch das neu gestaltete Muldeparadies mit eingebunden. Das entpuppte sich als ein wahres Mekka für die Jüngsten. Neben vielen sportlichen Angeboten, viel Unterhaltung, natürlich auch kulinarischen Genüssen von Globus Zwickau, gab es auf der Kinderbühne auch zahlreiche Mitmachprogramme. Die Pianino-Band mit Pia und Nino sorgte mit handgemachten rockigen Songs, aber auch leisen Klängen für strahlende Kinderaugen. Nichts getan. Sie haben auch extra aufgeräumt. Ganz nebenbei konnten die Kleinen auch ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. In den späten Nachmittagsstunden wurde auf der Hauptmarktbühne der sportlichste Stadtfestteilnehmer gekürt. Das Event gab es bereits zum 6. Mal. Bewertet wurden die besten Einzelkämpfer in verschiedenen Altersklassen und die besten Mannschaften in den Disziplinen Spirometertest, Seilspringen und Fahrradergometertest. Die Erstplatzierte bei den Frauen hieß am Ende Andrea Meyer. Also ich bin da die Hauptstraße entlang gelaufen, habe das gesehen und habe das Seilspringen gesehen und das mache ich eigentlich schon immer gern. Und das habe ich dann gemacht. Vorher musste ich natürlich noch in dieses Röhrchen blasen und dann noch aufs Fahrradergometer und das hat alles ganz gut geklappt. Und ich habe mich auch ein bisschen angestrengt, hatte zwar vorher einen Eisbecher gegessen, aber was soll's. Und ich war ganz zufrieden. Ja. Und ich finde, vor allen Dingen mehr junge Leute sollten sich mal aufmachen und sollten das probieren. Weil ich sag mal, mit 54 jetzt ist es ja auch ein bisschen schwerer, als oder gegen 18-Jährige zu gewinnen, als wenn ich jetzt 23 wäre. Und deshalb ist das eine Aufforderung an die jungen Leute, die sollen sich auch beteiligen. Der Abend des Stadtfestsonntags klang musikalisch mit den Prinzenbergern auf der Kornmarktbühne aus. Mit ihrem handgemachten Original-Obergreiner-Sound sind sie einmalig in Sachsen. Die Bühne auf dem Kornmarkt zog viele Besucher an, die E.C. Falkenberg wieder einmal live erleben wollten. Auf der Hauptmarktbühne gab es am Abend die in der Szene relativ neue Band Ewig zu erleben. Die Frontfrau Jeanette Biedermann ist vielen sicher kein unbekanntes Gesicht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Gitarristen Jörg Weiselberg und mit dem Bassisten und Songwriter Christian Böhmkes gründete sie 2012 die Band Ewig. Man darf also gespannt sein, wie die Stadtfestmacher im kommenden Jahr das diesjährige Event noch toppen wollen. Vom Hochwasser betroffene Unternehmen aus Land, Forstwirtschaft und Gartenbau erhalten ihre Schäden vom Freistaat zu 80% ersetzt. Gefördert wird die Beseitigung aller Schäden, die unmittelbar durch das Hochwasser entstanden sind. Bereits gestellte Anträge werden nach der neuen Förderrichtlinie behandelt. Derzeit sind jedoch erst wenige Anträge bei der Sächsischen Aufbaubank eingegangen, da die Höhe der Förderung bislang unklar war. Morgen startet auf dem Zwickauer Hauptmarkt die 11. Ausgabe der Oldtimer Rallye Sachsen Klassik. Bereits heute haben sich die Vertreter der Medien im Zwickauer Rathaus im eigens eingerichteten Pressezentrum akkreditiert. Das mediale Interesse an der Rallye ist groß. Sie führt bis zum 24. August durchs Vogtland und das Erzgebirge. Auch Sachsens Ministerpräsident Tillich wird als Gast erwartet. Insgesamt gehen 184 Oldtimer an den Start.
Den Besuchern der neuen Zwickauer Glückaufschwimmhalle stehen ab sofort 94 Stellplätze für Pkw zur Verfügung. Gleichzeitig mit der Erweiterung des Parkplatzangebotes wurde auch die neue Zufahrt von der Körnerstraße her fertiggestellt. Somit ist die neue 50 Meter Sportschwimmhalle mit der Anbindung an alle verfügbaren Verkehrsmittel bestens erschlossen. Die Anbindung an die Muldenpromenade und genügend Fahrradabstellplätze runden die Erreichbarkeit auch für Radfahrer ab. Werbung. Live, die Open-Air-Tour im Sommer 2013. Pur live. Die Open-Air-Tour im Sommer 2013. Infos und Tickets unter www.pur.de. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom, Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Ganze Welt in Ihrem Auto. Der neue Citroën C4 Picasso Techno Spaß. Jetzt schon ab 19.990 Euro. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Für die einen war es ein absoluter Aufreger, für die anderen war es spannend und wieder für andere war es einfach nur ekelhaft. Das Buch Feuchtgebiete von Charlotte Roach sorgte auf jeden Fall für Gesprächsstoff. Nun kommt der Film Feuchtgebiete in die Kinos. Der Blick auf die Leinwand ist nichts für schwache Nerven und wer das Buch gelesen hat, sollte selbst entscheiden, ob die eigenen Fantasien mit diesem Film befriedigt werden. Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Professor Dr. Knox ist mein Name. Stellen Sie sich immer so vor. Ich bin Robin, der Pfleger.
Ich habe hier noch eine Beruhigungstablette für Sie. Hat deine Freundin auch so Wirkreizprobleme? Nee, die macht sich nicht so viel aus Oralsex. Als Scheidungskind wünsche ich mir, wie fast alle Scheidungskinder, meine Eltern wieder zusammen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe. Das muss so sein, wenn man Kinder hat. Es ist alles gut gelaufen. Sind meine Eltern gekommen? Nein. Dann werde ich mal verrückt. In ein paar Jahren, keiner weiß warum. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Könntest du meine Wunde fotografieren? Ich wünsche dir, dass wenn du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht wie du mir. Aber wenn Sie Tipps für die Erziehung brauchen, dann helfen wir Ihnen gerne. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Please come and visit me. Gestern Nachmittag ereignete sich am Fuchsgraben ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein Audi fuhr in Richtung Planitzer Straße. Die 33 Jahre alte Fahrerin fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Suzuki auf und schob diesen auf einen Kia. Durch den Aufprall wurde der 47-jährige Suzuki-Fahrer und die 25 Jahre alte Beifahrerin des Kia leicht verletzt. Der Unfallschaden beträgt rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Suzuki-Fahrer keinen Führerschein hat und auch die Kennzeichen und Plaketten nicht zum Fahrzeug gehören. Der PKW ist nicht pflichtversichert. Gestern Abend kollidierte auf der Kreuzung Grimmitschauer und Kopernikusstraße ein Skoda mit einem Kleinbus. Der Skoda kam von der Jahnstraße und hatte den Bus übersehen. Durch den Aufprall wurde die 56 Jahre alte Skoda-Fahrerin schwer und eine 77-jährige Insassin des Busses leicht verletzt. Der Unfallschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Etwa 100 Künstler, unter anderem aus Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Spanien, Argentinien und Weißrussland, wollen ab Freitag das brachliegende Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau umgestalten. Vom 30. August bis zum 1. September präsentiert sich die Industriebrache an der Leipziger Straße, dann im Rahmen des 8. Festivals für urbane Kunst und Kultur der Öffentlichkeit. Mehr Infos und das komplette Programm gibt es unter www.ebook-art.de. Der Erzgebirgszweigverein lädt am kommenden Samstag zu einer Wanderung auf dem Planetenweg in Bad Schlema ein. Vom Bahnhof Bad Schlema geht es zum Kurpark auf dem Eisenbahnpfad, auf dem früher die Züge zwischen Nieder- und Oberschlema fuhren. Auf dem Planetenweg zwischen Sonne und Saturn können die astronomischen Kenntnisse erweitert werden. Für den Rückweg zum Bahnhof ist ein Teil des Bergbaulehrpfades vorgesehen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof in Zwickau. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Und damit Neues vom Sport. Eispiraten-Fan Pierre Davidi darf sich morgen zusammen mit dem gesamten Team der Westsachsen vor der Kamera präsentieren. Der Meraner hat bei der Aktion Be a Part of the Team 2013 gewonnen. Davidi hatte für sein exklusives Mannschaftsfoto, auf dem er selbst zu sehen sein wird, an der Versteigerung bei eBay teilgenommen. Gleichzeitig gab er das am Ende siegreiche Höchstgebot von rund 100 Euro ab. Die Ringer des AC 1897 Werdau verzeichnen zwei Neuzugänge. Ilja Litwinow und Niklas Ohf wechselten vom Regionalligisten KG Frankfurt-Oder nach Westsachsen. Der 19-jährige Ilja Litwinow kommt als aktueller deutscher Juniorenmeister in der Gewichtsklasse 120 Kilo Freistil nach Werdau und wird diese Klasse auch in der zweiten Bundesliga besetzen. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilo, griechisch-römisch, verstärkt der 18-jährige deutsche Juniorenmeister Niklas Ohf den AC 1897. Kennenlernen können die Fans die beiden Neuzugänge am Samstag ab 17.30 Uhr bei der Saisoneröffnung in der Schwerathletikhalle Werdau. Anschließend findet ein Freundschaftskampf gegen den Regionalligisten Germania Artern statt. Werbung. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen hier, liebe Kolleginnen der FDP und der CDU-CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann. Für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann. Für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Sabine Zimmermann. Weil es sozialer geht. Der Donnerstag beginnt mit viel Sonne. Später nimmt die Bewölkung zu, regnen soll es aber nicht. Bei einem schwachen Wind aus Nordost erreichen die Temperaturen 10 bis 23 Grad. Und nun die Wetteraussichten bis Sonntag. Die nächsten Tage werden leicht wechselhaft. Neben Sonne und Wolken muss auch mit gewittrigen Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 26 Grad. Ja, und das war sie, die heutige Mittwochsausgabe von Tag aktuell direkt aus der Alten Münze hier in Zwickau. Ich hoffe, Sie hatten guten Empfang. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Magazin und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, ciao und tschüss. Thank you.
Television Zwickau.